Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich kill mich mit. Wir haben hier ein Auto? Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben heute einiges zu tun. Wir haben einmal hier einen Schrein und einmal dort einen Schrein. Ich weiß noch nicht, zu wem wir zuerst gehen. Der könnte ein bisschen tricky werden. Da müssen wir uns eine Brücke bauen wahrscheinlich. Und dort sind wahrscheinlich ein paar Gegner. Ich glaube sogar, dass wir zuerst zu dem hier laufen. Und ich sehe jetzt auch gerade diesen komischen runden Donut da im Hintergrund. Was könnte das denn sein? Und wir haben hier einen Fuchs. Angriff! Wir haben nicht genug Ausdauer, um hier hinterherzukommen, leider. Leider nicht. Und ob wir es auf die andere Seite vom Wasser schaffen, ist ja auch die Frage. Okay. Okay. Du bist scheinbar von der Himmelsinsel da runtergefallen. Können wir uns wahrscheinlich mit dem Zeitumkehrer nach oben teleportieren. Aber nachdem wir von da kommen, brauchen wir ja da nicht hin. Schauen wir mal, wie stürmisch das Wasser hier ist. Oh mein Gott. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir das schaffen. Hätte ich vielleicht am Anfang mehr Gas gegeben, hätten wir es geschafft. Oh mein Gott. Richtig Dusel gehabt. Oh mein Gott, was ist das? Vielleicht war der Weg doch der falsche. Aber wie es wirkt, das müssten wir gleich kämpfen. Und ich sehe gerade, wir haben kein Schild ausgerüstet, weil wir keins haben. Ah, okay. Steingolems. Wie können wir gegen die kämpfen? Müssen wir die vielleicht einfrieren? Aber ob das was bringt? Und was trägt der? Bäume sogar? Die gehen? Warum nicht gleich so? Also, ich bin verwirrt. Bumerang. Boglinhorn. Noch ein Bumerang. Kakuda-Auge. Komm her. Aber dass sogar die Bäume auf uns jetzt ja, uns angreifen wollen. Bogentasche ist voll schon wieder. Egal. Wahnsinn. What the fuck, du. Machen wir es anders. Dass es jetzt hier sogar Bäume gibt, damit habe ich nicht gerechnet. Wie jetzt? Tut sich gar nichts. Aber jetzt, wenn ich ihn von hier fallen lasse, habe ich den Baum zerlegt. Was bekommen wir jetzt hier? Oh, Eidechsen! Oh Mann. Exalbogen, der ist richtig mächtig. Okay, wo ist unser? Da ist unser, da wo wir eigentlich hin wollten. Aber, das war doch wieder coole Action, Leute. Wahnsinn, ich habe vielleicht wieder ein bisschen angestellt, aber ich muss mich halt erst wieder ein bisschen einspielen. In dieses Spiel. Und ich bin ehrlich gesagt sogar fast der Meinung. Ah, okay. Wieder einen entdeckt.
Schon 10 haben wir. Wenn wir jetzt halt hier nach oben klettern. Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott, was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich müsste nach oben klettern. Mache ich auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Die kommen hier trotzdem rauf. Aber ob ich darauf komme, ist die andere Sache. Ich glaube nicht, Leute. Da komme ich niemals hoch. Das ist höher als gedacht. Vielleicht, wenn wir es langsam machen. Was war das? Das hat sehr bedrohlich gewirkt. Sehr bedrohlich. Jetzt sind wir bei der Hälfte. Boah, das könnte ganz knapp nicht funktionieren oder ganz knapp funktionieren. Aber schaut euch das an. Das wird nichts. Ja, also den müssen wir uns leider aus dem Kopf schlagen. Da kommen wir noch nicht rauf. Oh mein Gott, was ist das? What the fuck? Was? Alter, du kannst ja gar nichts machen. Gehen wir gleich weg von hier. Wo war denn der andere? Der müsste da hinten gewesen sein, oder? Ausdauerschrecke, schau an. Und die Eidechse, Eidechse! Komm her! Oh Mann. Jetzt, Spurtechse. Und das ist mir auch vorher aufgefallen, dass hier schon wieder... Hier fehlt schon wieder ein Stein. Wunderbar, also die Crocs, die kommen daher, das ist der Wahnsinn. Weil es wahrscheinlich so viele sind. Schon wieder 300 oder so. Hyrule Pilz. Da ist er auch schon. Der Gegner. Ein goldener Apfel? Oh Mann. Schieß mir in den Arsch. Am Bauch. In den Kopf. Und haben wir ihn, den ersten. Boah! Oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt weiß ich wieder, wie das geht. Die haben auch diese Fähigkeiten drauf. Ey, wie hat denn der? Oh mein Gott. Also, dass hier jetzt noch ein großer daherkommt, damit habe ich nicht gerechnet. Nee, nee, nee. Wisst ihr, was wir machen? Wir übertreiben die Situation. Und ich kill mich mit. Machen wir das ordentlicher. Und wir übertreiben die Lage richtig. Ah, was war denn das, ey? Wir haben zwar nicht sehr viel. Aber egal. Okay, jetzt komm her. Jawoll. Guck schon. Bam, 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 bam. Nimm deine Waffe. Schau zu mir. Oder auch nicht. Dann kriegst du es halt in den Rücken. Wollte ich zwar nicht machen, aber gut. Exhalfolzhorn, okay. Blauer Moblinhorn, okay. Moblinhauer, okay. Exhalschild, das ist cool. Und noch mehr. Felsbrockenbumerang, ah, nicht das hier. Schmeißen wir mal ein bisschen was raus. Also der ist eh gleich Ende Gelände. Auf Boden legen.
Dann nehmen wir den hier und tun mit unserer Fähigkeit den da an den Ast ballern. So. Ist die Waffe zumindest nicht komplett im Arsch. Ein Sumpf? Oh mein Gott. Eine Kröte. Noch eine Kröte. Noch eine Kröte. Eigentlich wollten wir unser Ding hier machen. Oh, das ging schnell kaputt. Oh nein, 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 nein. Da waren seltene Echsen bestimmt. Haben wir noch einen mit Stein? Oh ja. Zum Glück. Ne, nein! Ich will eine von diesen Echsen haben. Ja, Klammerechse. Oh, boah, sind die schnell. Du kriegst doch die Tür nicht zu. Ein Leuchtpilz. Diamant. Wow, was wir hier alles finden. Okay. Wasserfrucht. Viertel! Was ist hier los? Oh, ein Gast. Zwar steht die Sonne hoch am Himmel, aber trotzdem solltest du den Wald da hinten meiden. Ein stark aussehendes Monster, das sich seit neuestem. Okay, das haben wir doch gerade besiegt, oder nicht? Ja, Brunnen zu bauen? Ja, das waren wir. Das haben wir gerade getan. Ein ungeladener Gast. Nebenaufgabe. Okay, jetzt brauchen wir erstmal diese Stallpunkte scheinbar. Ja, die Apfel natürlich mit. Können wir uns hier irgendwie eintragen? Na los. Jetzt. Willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Wunderbar. Ich bin kein Stallmitgliedschaft, Dude. Okay, dann registrieren wir uns doch mal. So, jetzt haben wir unsere Stallpunktkarte erhalten. Mit den ganzen Punkten bekommen wir halt besondere Gegenstände, Sachen oder werden einfach nur bevorzugt behandelt. Und jetzt können wir hier diese Punkte uns holen. Hey, vorher hast du doch was mit 8 Punkten gesagt. Gut, erledigt. Was kriegen wir jetzt schon mit 2 Punkten? Prämie erhalten. Ja, kriegen schon was. Ja, ich hätte gerne meine Prämie. Wie bekommen wir Geschirr? Okay. So, dann gehen wir erstmal wieder zu unserem Tempel. Zu Arok. Mein Gott, ist ein Zungenbrecher. Zu Quarok-Tempel. Oder eher Schrein. Vorwärts dran. Okay, wir müssen die Tür hier öffnen. Oh, man. Wir müssen also hier irgendwas reinbekommen. Hier haben wir auch eine Tür. Und hier haben wir eine Leiter mit einer Kugel. Und Magma. Oh Gott. Und jetzt werden die Dinger schon anspruchsvoller, Leute. Wir haben hier ein Auto? Und die Kugel. Wir können das Auto auf jeden Fall
hier rein platzieren, oder? Oh ja. Also wirklich fahren können wir halt auch nicht. Okay, die Kugel muss auf jeden Fall schon mal darüber. Jetzt müssen wir noch darüber. So. Und jetzt? Das schau an. Na gut, wir haben es auf die andere Seite geschafft. Und was haben wir jetzt hier? Wir können sie zwar dahin befestigen. Verbinden wir das so. Ah, Mann. Und wenn wir den jetzt da so hin platzieren, bringt es uns gar nichts. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt wirklich so gedacht ist, aber ich werde jetzt auf dieses, ja, auf unser Ding hier drauf springen und dann versuchen, die Kugel abzumachen. Wow, 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 okay. So, also. Und nur, Mann! Hat gezählt, hat funktioniert. Und die Kugel ist oben. Meine Güte. Gut. Schieben können wir sie gar nicht. So. Dann bauen wir uns doch einfach mit dem ganzen Holzdingern eine Brücke bis dahinter, oder? Da ist eine Kiste unten drin. Eieiei. Cool. Da habe ich bestimmt schon einige übersehen. Starkes Unaniumschwert. Was haben wir dafür raus? Ja, ganz klar den da. Boah, Laserschwert, Mann. Schön vorsichtig bringen wir die Kugel zu ihrem Platz. Oh, Mann. Oh, okay, das war ganz knapp. Oh, man, oh, man. Wir haben es hinbekommen. Ja. 20 Jahre später, wir haben es geschafft. Ja, wieder ein Segenslicht erhalten. Und volles Leben. Super, wir haben ihn gemeistert, Leute. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, dann schaltet wieder ein. Ich bedanke mich, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Servus, meine Freunde. Ciao.